Die Patienten des Assistenzarztes Niklas Klemm sind eigentlich immer froh über seine schnelle Hilfe in der Notaufnahme. Im Fall des kopfschmerzgeplagten Bungee-Springers Leon und seines Kumpels Jojo scheint das allerdings anders. Ich habe gesagt, dass ich mitkomme zur Kontrolle. Also, aber es hieß ja nicht, dass ich jetzt hier wie ein Schwerverletzter eingeliefert werde. Ja. Ich habe keine Beschwerden. Also er legt die Behandlung ab. Ja, okay, wir können es Ihnen nur empfehlen, wenn Sie alles ablehnen, dann das ist Ihre eigene Verantwortung. Okay, dann. Wir sind Bungee gesprungen, zum allerersten Mal. Ich bin nicht schwer verletzt. Ja, aber er hat Kopfschmerzen, Sie haben sich übergeben, das kann auch was Schlimmeres sein. Hören Sie mal auf den Rat des Arztes. Ja, wir können kein fesseln, ist alles in Ordnung. Dann kommen Sie wenigstens kurz einmal mit rüber in die Behandlung. Dass wir einmal gucken können. Die Erstversorgung von Herrn Köhler war absolut leitliniengerecht. Die Ersthelfer haben vor Ort ein Stiffneck angelegt, weil gerade bei dieser Art von Trauma vor allen Dingen ein Schaden der Halswirbelsäule möglich ist. Als der Patient in der Klinik ankam, hat der Patient alle weiteren Maßnahmen verweigert, hat sich selber den Stiffneck entfernt, obwohl ich ihn ausdrücklich darauf hingewiesen habe und darum gebeten habe, dies nicht zu tun. Grundsätzlich kann man den Patienten davon nicht abhalten. Solange ich das Gefühl habe, dass der Patient in dem Moment zurechnungsfähig ist, kann ich ihn daran nicht halten. Ich kann den Patienten zu nichts zwingen. Erste Liege einmal runter. Ja, alles klar. Nein, Moment. Ich weiß, das ist gut gemeint, aber ich fühle mich wirklich topfit. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal hinten im Behandlungszimmer und dann schauen wir weiter, ja? Ja, so, kommen Sie. Ich muss das erstmal kurz rausziehen. Das können Sie alles im Schockraum. Kommen Sie erstmal. Ja, das können Sie auch gleich in Ruhe. Nein, wir müssen das jetzt ausziehen. Ja, und Sie kommen aber. Sie kommen jetzt erstmal mit in den Schockraum. Also, ich fand das schon ganz merkwürdig. Dann waren die irgendwie so in sportlicher Kleidung, hatten irgendwie so Klettergurte um. Die wollten sich auch sofort entledigen. Also da habe ich nur gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Warum haben Sie denn die Sachen jetzt so eilig ausgezogen? Ja. Ich wollte nur, dass es. Alles okay. Genau. Ich wollte nur, dass es weg ist, weil wir müssen es nachher zurückbringen. Wir müssen es zurückbringen zu dem Veranstalter und ich will auch keinen Ärger mit haben. Ja, aber brauchen wir nicht so eine Eile machen. Ne? Ich meine, können wir auch gleich. Ich habe mich so besser gefühlt. Okay. Also, wir sind doch nur hier wegen Routine. Ja gut, aber irgendwas muss ja passiert sein, dass Sie hier sind. Also Sie sind gesprungen und danach haben Sie die Schmerzen gehabt. Wo sind denn die Schmerzen? Es war mehr so ein Schwindel und so ein bisschen Kopfschmerzen. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, ich habe mich dann auch kurz übergeben müssen. Es kam jetzt auch nicht super viel. Es war einfach nur so ein, ich denke, das war vielleicht der Adrenalinkick und so. Wir waren ja auch super aufgeregt. Ich habe Kopfschmerzen, Bruder. Genau die gleichen. Nur ich habe mich nicht übergeben, aber sonst ist alles gleich. Aber es hat doch irgendjemand den Rettungswagen gerufen, ja? Das waren die Veranstalter, weil die haben gesagt, wegen versicherungstechnischen Gründen müssen wir einmal kurz hier hin. Lass uns gehen. Aber sonst ist Das geht hier? Das ist alles okay, ja? Ja, aber irgendwo haben sie ja Kopfschmerzen etwas, ja? Das von dem Druck ist doch logisch. Blut einmal in den Kopf, einmal wieder raus. Wir sind 39, nicht die Jüngsten. Wir sind gesprungen. Ich bin auch gesprungen, ich habe auch Kopfschmerzen. Lass uns gehen, Alter, wir haben noch was vor. Beide Männer machten auf mich einen sehr hektischen Eindruck. Sie gab mir das Gefühl, dass sie gar nicht im Krankenhaus sein wollten. Okay, wer möchte schon gerne ins Krankenhaus, aber ich hatte das Gefühl, dass sie etwas zu verbergen hatten. Was genau das war, stellte sich ja später heraus, als die Frau dazu kam. Frau von Herrn Köhler ist da. Nina Köhler. Oh, hi. Hallo, ich bin die Frau. Ja, was machst du denn hier? Frau, was mache, wieso sind Sie hier? Ich bin sowieso stationär hier. Was machen? Ach, Sie sind hier im Haus. Was machst du denn hier? Woher weißt du, dass wir hier sind? Deine Freundin Laura hat mich gerade angerufen. Warum rufst du mich nicht an? Meine Freundin hat dich angerufen. Was hast du mit Stasi-Geschichten hinter unserem Rücken? Das ist ja Mist, was ihr da macht. Es ist nichts passiert, aber Quatsch mit deinem Mann. Schatz, wir waren einfach nur unterwegs und ich hatte kurz ein bisschen Schwindel. Ja. Und dann haben sie ein bisschen übertrieben und haben mich halt gleich hierher bringen wollen. Ich wollte dich nicht beunruhigen, deswegen habe ich dir nichts erzählt. Ich wusste auch nicht, dass sie mich hierher bringen. Aber mach dir keine Sorgen. Ich will, dass du dich schonst. Bei mir ist alles topfit. Die werden dich doch jetzt nicht umsonst hier eingeliefert haben. Nein, alles okay, glaub mir. Ich will Kopfschmerzen, das hattest du da schon öfter. Ja, eben, aber wir sind unterwegs und das war jetzt. Wo waren wir denn unterwegs? Man kann doch mal Kopfschmerzen haben und dich mal kurz übergeben, oder? Kann doch mal passieren. Wie seht ihr überhaupt aus? Was habt ihr denn an? Leisure Look, Sportklamotten. Wir waren. Okay, lass mich sagen. Wir waren Bungee springen. Und ich habe es dir nicht erzählt, weil ich wusste, dass das jetzt in der Situation für dich wahrscheinlich ein bisschen zu viel Aufregung ist. Und ich wollte einfach, dass du dir keine Sorgen machst. Keine Sorgen, du bist ja gut. Du,
Ich habe gesagt, mach dir keine Sorgen, mir geht's gut. Guck mal, ich bin topfit. Es ist schon vorbei. Genau. Es ist okay. Und wir wollten nicht sagen, weil du bist doch hier, es geht dir nicht so gut, deswegen wollte er dich schonen. Herr Doktor, mir geht's gut. Ich würde gerne gehen und wenn das für Sie in Ordnung ist, ich weiß, wahrscheinlich muss ich was unterschreiben. Grundsätzlich muss ich erstmal sagen, klar, ein Bungee-Sprung, große Energie, viel ist Kraft gewesen, ja, ist im Kopf. Und ich muss Ihnen natürlich empfehlen, Sie eine Nacht hier zu überwachen. Ich kann nicht ausschließen, dass Sie eine Gehirnerschütterung haben. Ich muss eigentlich ein Bild von der Halswirbelsäule machen, da kann man eine Steißstellung bekommen. Das muss ich Ihnen empfehlen. Ne? Also ich weiß das zu schätzen. Ich weiß das wirklich. Schatz, bitte lass mal kurz mit dem Arzt das kurz klären. Ich weiß das zu schätzen und ich weiß, dass Sie nur Ihre Arbeit machen, aber ich fühle mich fit. Ja? Ich bin in Ordnung. Pass auf, Jojo bringt mich heim. Ja? Der fährt mich nach Hause. Ich gehe auf die Couch und heute Abend komme ich heute Abend und besuche dich. Nee, lass dem Arzt eben noch die Aufnahme machen, bitte. Pass auf, wir machen es so, wenn ich nach Hause komme und mir geht es irgendwie schlecht oder so. Ich komme ja heute dich besuchen, okay? Wenn ich dich besuchen komme und es ist irgendwas, kann ich immer noch sagen, hier, Doc, da bin ich wieder, mach mal einen Check. Genau. Sprichst du mir ja, aber jetzt auch. Gehen wir heim und alles ist gut. Wenn ein Patient nicht von der Behandlung überzeugen kann, die Patienten die Behandlung, das Krankenhaus verlassen möchten, kann man ihnen, wenn sie zurechnungsfähig sind, keine Steine in den Weg legen. Ganz wichtig ist vor allen Dingen aus forensischer Sicht, dass man unter Zeugen auch den Patienten unterschreiben lässt, dass er die Verantwortung dafür übernimmt. In diesem Fall hat der Patient die Entscheidung getroffen, die Klinik schnellstmöglich ohne weiterführende Diagnostik zu verlassen. Dass diese Entscheidung grundsätzlich falsch war und dass er die später noch bereuen würde, zeigte sich dann später. Warum die Freunde unbedingt weg wollten, wird Niklas Klemm noch erfahren. Zunächst behandelt der Assistenzarzt aber erstmal die Patientin Gina, die in Begleitung ihres jüngeren Bruders ist. Der 19-Jährigen ist ein Kopfhörer in ihrem Ohr explodiert. Noch ist nicht erkennbar, dass sie einer Täuschung aufgesessen ist. Ich habe meinen Bruder von der Schule abgeholt, wollte ganz normal Musik hören und dann ist er mir im Ohr einfach explodiert. Okay, der Kopfhörer, ja? Ja. So ein kabelloser Kopfhörer, ja? Genau. Okay, wahrscheinlich die Batterie geschmolzen oder so. Da müssen wir uns erstmal ganz kurz das Ohr angucken. Wie ist das gerade? Wie lange ist das her? Wann ist das passiert? Vielleicht vor einer Stunde. Wir sind direkt nach der Schule, als es passiert ist, hier hin. Okay, darf ich einmal hier in die Haare fassen? Bei der Patientin konnte ich eine zweitgradige Verbrennung im Bereich der Ohrmuschel feststellen. Glücklicherweise habe ich bei der Otoskopie, also bei dem Vorgang, wo ich versuche, in den Ohrkanal reinzugucken, keine Verbrennung im Inneren des Ohrs feststellen können, sodass man von dauerhaften funktionellen Schäden absehen kann. Die Haut wird unter einer gewissen Narbenwahrscheinlichkeit verheilen, sodass es schon möglich ist, dass die Patientin dauerhaft eine kleine Narbe im Bereich der Ohrmuschel behalten wird. Es kann sein, dass da ein, zwei kleine Narben bleiben. Wir werden das mit guten Cremes versuchen, dass das kosmetisch sehr, sehr schön bleibt. Sonst kann man da größere Sachen nichts dran machen. Und ja, warum ist das denn her? War das ein sehr preiswerter Kopfhörer, oder? Nein, eben nicht. Ich habe richtig darauf gespart, weil die Dinger total teuer sind. Warte mal, sind das nicht die neuen Sound to Ear? Die habe ich mir nämlich auch geholt. Die sind total gut, echt. Die sind super klasse. Wobei, nee, das sind die nicht. Wie, das sind die nicht? Die sehen wirklich fast genauso aus. Auch von der Verpackung. Nee, guck mal, du kannst es ganz gut erkennen. Die Sound to Ear, die haben hier einen runden Knopf. Und die sind hier oval, siehst du? Ja, aber. Das sind kein Original, das sind Plagiate. Die sind bestimmt. Den Tisch gezogen. Die sind bestimmt billig hergestellt worden. Guck mal, hier ist noch nicht mal. Guck mal, bei den Originalen ist hier auch das CE-Zeichen hinten drin. Hinten drauf markiert. Das sind nachgemachte. Das ist billige Kacke. Das kann doch nicht wahr sein. Du musst vor allem das Gefährliche bei diesen billigen Sachen irgendwo aus Taiwan oder sonst was, ist das, dass die ganz billig produziert worden sind und die Akkus leicht explodieren können. Und das ist in dem Fall jetzt passiert. Ich glaube, da wurdest du übers Ohr gehauen. Geld dafür bezahlt. Ja, ich weiß, wie teuer die sind. Die haben dich übers Ohr gehauen, ganz klar. Ich werde zur Polizei gehen, ich werde die anzeigen. Das kann doch nicht wahr sein. Aber echt, das sind keine Originale, definitiv nicht. Gina hat die Schuld erstmal ihrem Händler gegeben, weil sie es ja von einem Fachhändler gekauft hat. Sie dachte, er hat hier irgendein Plagiat angedreht. Dasselbe dachte ich jetzt auch, weil wenn mir die Patientin sagt, ich habe das Original beim Händler gekauft, gehe ich erstmal davon aus, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein gefälschtes Teil in der Hand habe, dass es auch dann bei Händler beabsichtigt so verkauft wurde. Am Ende war doch jemand anders daran schuld, dass es nicht das Original war. Ist nicht so schlimm. Ich würde auf jeden Fall zur Polizei gehen. Du musst meinen Bruder, du musst zu mir halten. Ja, stell dir vor, dir wäre das passiert. Guck mal, ich habe ein Schweinegeld dafür bezahlt und jetzt sitze ich hier, weil die Dinger explodiert sind, weil die gefälscht sind. Die sind ja nicht mal deine. Wie sind nicht mal meine? Was meinst du, wie? Natürlich sind das meine, ich habe mir die doch gekauft. Nein, ich habe die ausgewechselt, weil ich habe deine genommen und die sind mir beim Fahrradfahren runtergefallen, dann ist ein Auto rübergefahren. Ist das dein Ernst? Ja, ich dachte, das fällt dir nicht auf. Ja, ich habe dir gesagt, du sollst nicht an meine Sachen gehen.
Ja, ich wollte die aber auch alle haben. Die sind voll cool. Ja, dann spar selber oder keine Ahnung. Aber Mann, Lennart, guck mal, was jetzt dadurch passiert ist. Es tut mir auch leid und, alles. Und dann hast du nachgemachte Plagiate gekauft, weil sie preiswert waren. Hast die so getan, als wären das die Originalen, oder? Ja, ich habe ja das Geld nicht dafür. Die sind ja Ich meine, die sehen original aus, ne? Also ich hätte jetzt im ersten Blick, jetzt habe ich es ja auch nicht gemerkt. Also Gina, es tut mir alles leid. Ja, Mann, du kaufst mir auf jeden Fall neue. Ja, das mache ich, wenn ich das Geld dazu habe. Ja. Tja, dann musst du dann aber auch sparen, ne? Ich meine, wenn man sich andere Sachen nimmt, muss man die auch wieder so ersetzen, dass sie wieder im gleichen Zustand sind. Mach ich. Ja? Okay. Um uns nochmal die medizinischen zuzuwenden. Wir werden ein bisschen Salbe über das Ohr machen. Das muss einfach abheilen. Diese Blasen werden sich irgendwann ablösen. Machen wir jetzt kein Pflaster oder irgendwas drauf. Da kommt eine schmerzlindernde und wachstumsfördernde Salbe drauf. Wird der Kollege gleich noch ein bisschen auftragen. Wir schreiben Ihnen ein Rezept, dass Sie die weiter ambulant auftragen können. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie in 2 Tagen nochmal wiederkommen zur Kontrolle. Okay, danke schön. Klar. Gut, der Kollege macht das, dann gehe ich schon mal weiter. Also man hört sehr häufig davon, dass E-Zigaretten in der Hosentasche explodieren oder Handy-Akkus in die, anfangen zu brennen. Ich selber persönlich habe noch keine direkte Erfahrung gemacht im Krankenhaus damit. Es ist aber, man hört es trotzdem von Kollegen, dass sowas schon mal vorkommt. Man muss aber immer bedenken, das sind dann meistens immer so die Sparfüchse, die meinen, ich muss immer irgendwas Günstiges kaufen, weil günstig ist doch genauso gut wie das Teure, aber manchmal ist das Teure doch schon besser. Plötzlich wird Leon von seinem Kumpel zurück in die Klinik gebracht. Niklas? Wir waren schon mal heute. Niklas? Niklas? Wir waren schon mal heute. Herr Köhler kam eigentlich im klassischen Bild eines Schockes, eines anaphylaktischen Schockes in unsere Ambulanz. Er ist dann kollabiert, lag auf dem Boden. Im Schockraum haben wir dann sehr schnell gesehen, dass der Patient hypoton war, also der Blutdruck war sehr niedrig, der Puls war auch etwas niedriger und der Patient hatte starke Atemnot. Das passt sehr gut, weil im Zuge eines anaphylaktischen Schocks sich auch die Atemwege sehr gerne verändern können. Deswegen haben wir erstmal versucht, mit einfachen Maßnahmen diesem Prozess entgegenzuwirken. Im Nachhinein sind wir hier raus. Wir haben der Frau erzählt, wir gehen nach Hause, aber wir sind Paintball spielen gegangen. Wir haben was gegessen, Currywurst mit Pommes, was wir aber einmal in der Woche oder zweimal in der Woche machen. Sonst nichts Besonderes gegessen, keine Erdnüsse. Oder sonst irgendwelche besonderen Sachen? Nein, wir sind Paintball spielen gegangen, weil ich dachte, wegen den Kopfschmerzen habe ich dem noch eine Kopfschmerztablette gegeben. Mhm. Damit er einfach klarkommt, damit der Tag nicht kaputt geht. Ja. Weil er hat ja tatsächlich ein bisschen Kopfschmerzen, vorhin beim ersten Mal. Aber eine Stunde lang war es gut und dann haben wir gespielt. Und beim Spielen auf einmal wurde es kritisch um ihn. Ich wollte nicht, dass es jemand erfährt, deswegen habe ich dann mit im Auto hier sofort ins Auto gepackt und den hier gefahren. Was hat er denn für Tabletten bekommen? Was haben Sie denn gegeben? Genau. Acetylin, ganz normale Kopfschmerztabletten. Oh ja, Acetylin. Was ist ja, alles gut. Was ist gut. Passiert? Sehr gut. Ja. Beim Paintball nach Hause gegangen. René? Ist okay. Ja, genau, einmal das Blut drüber weg, dann bitte einmal das EKG gucken, er ist auch ein bisschen radikal. Aus medizinischer Sicht konnte ich keinen Zusammenhang zwischen einem Trauma des Bungee-Jumps und der darauf folgenden anaphylaktischen Reaktion herstellen. Somit war klar, dass noch irgendetwas anderes die Ursache sein musste. Ehefrau Nora ist wegen der Entfernung einer Zyste in der Klinik. Sie bezeichnet ihren Mann immer liebevoll als Couch-Potato und begreift nicht, warum er plötzlich Extremsportarten macht. Um dem 39-Jährigen zu helfen, muss Niklas Klemm unbedingt herausfinden, wogegen er allergisch ist. Und das ist das, was Sie genommen haben heute, ja? Das sind die Kopfschmerztabletten. Ja, ich habe mir gedacht, ich gebe ihm das, damit er nicht keine Kopfschmerzen hat in unserem weiteren Verlauf. Ja. Wie viel hat er davon insgesamt genommen? Eine vor dem Bungee-Springen, ja. Als wir noch vorher da gewesen sind. Weil er hatte schon grundsätzlich Kopfschmerzen, bevor wir überhaupt unseren Tag angefangen haben. Ja. Und danach, als wir hier raus sind, erstmal eine Grundnahrung, Currywurst, Pommes und dann habe ich wie viel insgesamt heute? Zwei. Eine vom Bungee-Springen und eine vom Paintball-Spielen. Okay. In Zusammenschau aller Befunde und Angaben, die ich erhalten habe, habe ich für mich daraus geschlossen, dass eventuell Herr Köhler bereits bei der ersten Einnahme vor dem Bungee-Jumping eine kleine Reaktion hatte. Deswegen hatte er diese Kopfschmerzen. Vielleicht war er deswegen unkonzentriert, hat sich dann die Halswirbelsäule etwas verrenkt. Das haben wir dann hier, wollten wir untersuchen, das hat der Patient abgelehnt und hat dann im Zuge seiner weiter bestehenden Kopfschmerzen erneut dieses Medikament eingenommen, wozu es zum Vollbild einer anaphylaktischen Reaktion gekommen ist. Ja, wir werden jetzt erstmal bei uns auf die Intensivstation überwachen. Das Gefährliche ist immer, dass man dann ein Ödem im Bereich des Mundes bekommt, im Bereich des Halses und dann noch schlechter Luft bekommt. Deswegen ich dachte, er hat einen Schuss gegen den Hals oder sowas bekommen. Nein, nein. Von beiden hat es so ausgesehen. Alles aber gut.
Er hat jetzt erstmal Cortison drin zu Sachen. Ja. Die Frequenz wird ein bisschen besser. Das sieht nur Farbkugeln. Und wir werden ihn erst einmal bis morgen überwachen und die Laborwerte und alles abwarten. Grundsätzlich besteht bei einem Menschen die Möglichkeit, dass man von Anfang an allergisch auf ein Medikament reagiert oder ein Medikament einfach aufgrund anderer Symptome nicht verträgt. In seltenen Fällen besteht auch die Möglichkeit, wie in diesem Falle, dass es anscheinend zu einer Entwicklung gekommen ist, dass der Patient erst im Verlauf ein ihm zuvor bereits bekanntes Medikament nur nicht mehr vertragen hat. Dank des Cortisons geht es Leon am nächsten Morgen deutlich besser. Der 39-Jährige ist seit 11 Jahren mit Nora zusammen. Er schuldet ihr nun eine Erklärung, warum er plötzlich hinter ihrem Rücken mit Extremsportarten angefangen hat. Guck mal, Schatz, das war einfach alles ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ich habe mich irgendwie nicht mehr so richtig wohlgefühlt. Ich war nicht mehr ausgelastet. Weißt du, ich mag das alles, was du organisierst. Ja? Deine Spieleabende oder wenn wir zur Weinprobe gehen und all das. Aber manchmal denke ich auch, verdammt, gehören wir schon zum alten Eisen? Also weißt du, ich denke halt immer so, das machen dann irgendwie Rentner oder sowas. Und ich werde jetzt 40, aber mein Gott, ich werde keine 60. Nein, ich habe auch ein paar Sachen, die ich ganz gerne mal machen würde halt. Es muss ja nicht gleich so gefährlich sein. Aber wir könnten zum Beispiel mal auch mal einen interessanteren Urlaub machen. Ich meine, den letzten Urlaub, den hast du vorgeschlagen, das war eine Kreuzfahrt. Ich meine, das machen wirklich Rentner, glaube ich. Ich würde mich freuen. Ich dachte halt einfach nur, es wäre nichts für dich. Aber ja, ich bin für alles offen. Hauptsache, es ist wieder ein bisschen Action im Leben. Ja, gerne. Ich bin total froh, einfach, dass du mit mir redest, Schatz. Bitte. Mach das nicht nochmal. Okay. Du musst mit mir über alles reden können. Wir sind doch nicht so ein Pärchen, das still, schweigend irgendwie jeder sein Ding macht, oder? Also Backpacking-Tour in Thailand, oder was? Das fände ich zum Beispiel ziemlich cool. Oder irgendwie ein Camping-Surf-Urlaub oder sowas. Das haben doch Luise und Karl auch letztes Mal gemacht. Okay. Hm? Okay. Das Ehepaar Köhler hat gemerkt, dass Reden doch in der Beziehung sehr wertvoll und sehr wichtig ist. Vor allem, wenn der Mann dann plötzlich in so eine Krise fällt. Ich finde es schön zu sehen, dass die beiden doch wieder, sag ich mal, zu sich gefunden haben und plötzlich angefangen haben, gemeinsame Ideen zu entwickeln. Und nicht nur, dass er dann versucht, seinen eigenen Weg zu gehen, weil er das Gefühl hat, er hat was verpasst, sondern dass sie halt versuchen, gemeinsam irgendwie ihr Leben ein bisschen aufzufrischen und ein bisschen mehr Pep zu verleihen. Das Paar hat sich offensichtlich gegenseitig falsch eingeschätzt. Niklas Klemm weiß inzwischen, dass Leon gegen das Schmerzmittel allergisch ist, das er kurz vor und nach dem Bungee-Sprung eingenommen hatte. Der Patient muss nun auf etwas achten. Jetzt wissen wir, woher oder was die Ursache war. Deswegen sollten Sie in Zukunft alle nicht-steroidalen Antirheumatika meiden. Also da gehören auch andere Wirkstoffe neben ASS dazu. Ja, da gebe ich Ihnen eine Liste mit, wo alle Wirkstoffe drauf sind, die man erstmal nicht mehr nehmen sollte. Dann wird diese Reaktion sehr wahrscheinlich nicht wieder hervorgerufen werden. Patient Leon bleibt noch für 2 Tage unter Beobachtung auf der Intensivstation, bevor er die Klinik verlassen kann. Das Paar hat sich gemeinsam zu einem Fallschirmsprung angemeldet, was wieder frischen Wind in ihre Beziehung bringt.